Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Whispered World. Wir sind hier im Haus vom Bando. Mein Name ist Bando. Ja, das ist der, der die ganze Zeit nur rumgeschrien hat und der Boss wäre fast ausgerastet oder ist sogar ausgerastet. Und wir gucken uns hier weiter um. Ich habe hier gerade den Schlüssel entdeckt. Nee. Halt, Ruben hat mir aufgetragen, ihn gut zu verwahren. Und auf Bando ist Verlass. Okay. Blume. Irgendwann wird auch die welken. Man sagt, dass Blumen besser gedeihen, wenn man mit ihnen redet. Ich habe es ausprobiert und, naja, vielleicht hängt es auch vom Gesprächsthema ab. Nehmen kann ich die, oder? Ich lasse sie besser, wo sie ist. Bei mir gehen Blumen immer sofort ein. Ben sagt, es liegt in meiner Ausstrahlung. Okay, kann ich den Besen nehmen? Kann ich nicht. Was gibt's denn hier noch so alles? Zahn. Schon wieder ein Teppich mit Zähnen. Sind die jetzt in Mode? Na klar. Ich bin froh, dass mein eigenes Gebiss ein wenig dezenter ausgefallen ist. Ich hoffe mal, du kannst ihn mitnehmen. Ja, kann er sogar. Gut, Leider. So eine könnte ich ganz gut gebrauchen. Immerhin geht es ständig steil bergab. Darf ich mir die Leiter ausborgen? Natürlich. Ich benutze sie sowieso nicht. Groß genug? Höhenangst. Ah. Naja, dann haben wir sie jetzt mal mitgenommen. Die haben wir einfach so in unsere Tasche gesteckt. In so einen Judebeutel. Nee, was haben wir hier noch so? Sonst eigentlich nichts, ne? Mauseloch. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwas tun können. Guck trotzdem mal. Das Loch ist dunkel und leer, wie meine Zukunft. Dunkel und leer, vielleicht können wir da einen brennenden Spot reintun. Du hast ja Mäuse. Tue ich nicht. Würde ich sie sonst bei mir wohnen lassen? Toi toi, so. Feuer. Und dann mal ins Mauseloch. Fassspot, Fass. Warum konnte ich mir bloß kein nützlicheres Haustier zulegen? Dann breche ich nochmal dünn. Ah, da sind Augen. Fassspot, Fass. Da sagt er genau das gleiche, wenn ich ihn dick mache, wahrscheinlich passt er da nicht rein. Fassspot. Okay. Ja, ich weiß schon. Leiter. Ach, wir haben jetzt Feuerstein, Haken, kaputte Schaufel. Ich gehe jetzt mal dahin, da waren wir noch nie. Was sind das hier? Oh nee, ich sehe es schon. Ein riesiges Rätsel. Wetten? Schraubstock. Mein Kopf fühlt sich an, als sei er in so einen hier eingespannt. Na dann. Das Ding erinnert mich ein wenig an die Zahnspange, die ich mal hatte. Ui, mir wird ganz schwummerig, wenn ich nur daran denke. Ich hoffe mal, du kannst sie mitnehmen. Ah nee. Er stellt es um. Feuersteinhaken. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwas machen können. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann irgendwas mal einquetschen. Kaputtes Zahnrad. Es ist in der Mitte durchgebrochen. Alles geht in die Brüche. Hier fehlen zwar ein paar Zähne, aber meine eigenen brauche ich noch. Zum Knirschen zum Beispiel. Dann nehme ich, kann ich es mitnehmen? Ja, kann ich. Axt. Ich hoffe, die ist zum Holzhacken gedacht. Nee, damit schaltet man Späle. Damit... Ja, genau. Damit. Ach, egal. Das wäre die einzige Methode, mir heute noch ein breites Grinsen zu verschaffen. Nehmen wir auch mal mit. Was haben wir jetzt hier alles? Kaputtes Zahnrad, Axt und eine kaputte... Wir haben immer kaputte Sachen, kann das sein? Kaputte Schaufel, kaputtes Zahnrad. Hier eine Tür. Oh. Kommen wir da vielleicht seltsam, zum Boss? Ich sehe keine Klinke. Na, mal sehen. Nein, keine Chance. Von Hand lässt sie sich wohl nicht öffnen. Eine Tür. Wohin die wohl führt? Wahrscheinlich müssen wir dafür den Mechanismus irgendwie betätigen. Ich sollte mit Bando darüber reden. Der weiß sicher, wie man das hier bedient. Okay, Schrank. Was da wohl drin ist? Eine Trickfalle? Ein Tiger? Das Tor zur Hölle? Es könnte alles sein. Hallo? Ein verschlossener Typ, dieser Schrank. Dann kannst du ihn irgendwie benutzen, oder? Oh. Was war das? Ein Vogel? Was hatte der denn hier drin verloren? Naja, Schall da. Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Nichts. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch das Zahnrad, müssen wir noch hier irgendwo einsetzen. Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Ja. Hier fehlen keine Zähne, hier fehlt ein Zahnrad.
Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht... Ja. Schalter. Ah, was? Puh, es ist nur ein Schalter. Für einen Moment dachte ich, es sei ein wütender Höhlentroll. Okay. Wie kommst du bitte auf einen Höhlentroll? Ich sollte mit diesem Kerl im Nebenraum darüber reden. Der weiß sicher, wie man das hier bedient. Mit dem Bando. Dann, ich bin mal gespannt, was der Vogel angerichtet hat. Ja, der Vogel ist ja gar nicht mehr da. Hä? Die Tür ist auch zu, aber der muss hier auch irgendwo sein. Ich rede trotzdem mal mit dem Bando. Hallo nochmal. Ach, du schon wieder? Was kann ich noch für dich tun? Ich suche Kalida. Ich suche Kalida. Wen suchst du? Kalida? Du bist schon ein Clown. Wieso? Was ist daran so seltsam? Nein, warte, lass mich raten. Kalida ist tot? Oder es gibt sie gar nicht? Nein, Kalida existiert. Aber du solltest sie besser in Ruhe lassen. Wo finde ich Kalida denn jetzt? Ich sagte es doch schon. Du solltest Kalida lieber nicht stören. Am besten verhältst du dich ganz leise, um sie nicht zu wecken. Ich soll sie nicht, was? Wecken? Also ist sie ein Morgenmuffel. Na und? Was kann da schon groß passieren? Sie wirft mit Kissen und schimpft über den Kaffee? Ja. Oder sie bäumt sich zu ihrer vollen Größe auf und verwüstet das Dorf. Glaub mir einfach. Du willst Kalida nicht aufwecken. Ich bin mir da langsam auch nicht mehr so sicher. Okay, ich muss Kalida finden. Die Welt geht sonst unter. Ich muss Kalida finden. Die Welt geht sonst unter. Mach, was du denkst. Aber ich werde dir bestimmt nicht helfen. Ich will keinen Ärger. Und ich will auch nicht schuld sein, wenn großes Unglück über uns hereinbricht. Moment mal. Das will ich auch nicht. Dann lass Kalida schlafen. Wir wecken die eh irgendwann auf. Also, ich bin mir sicher, dass das Sedgwick die Kalida irgendwann aufweckt. Wegen deiner früheren Jobs. Die gute alte Zeit. Was willst du wissen? Das haben wir doch schon alles gemacht, oder? Ja, haben wir. Könntest du nicht etwas Neues erlernen? Außer das hier. Was Neues? Klingt aufregend. Was denn? Trommler? Haben wir das schon gemacht? Ich weiß gerade gar nicht. Du könntest in den Straßenbau gehen. Die Idee ist nicht schlecht. Die Straßen müssten hier wirklich mal befestigt werden. Und wer könnte das besser als ich? Pflasterstein für Pflasterstein müsste in die Erde geschlagen werden. Bam! Bam! Hör her, Welt! Diese Insel hat schon bald eine neue Straße! Und der Straße wird eine Brücke folgen! Und nach der Brücke kommt ein Tunnel direkt nach Corona! Dann wird endlich wieder ein Straßenbaumeister das Land regieren! Ein Hoch auf Bando, den Straßenbaumeister! Hip, hip, hurra! Bando, ich verliere allmählich die Geduld mit dir! Oh, da ist wohl die Fantasie mit mir durchgegangen. Du könntest Trommler werden. Trommler? Ich wäre bestimmt ein sehr guter Trommler. Ich könnte die Pauke in einem Orchester spielen. Alle würde ich übertönen. Und die Cellisten bekämen meinen Schlägel zu spüren. Das Publikum würde johlen. Bando! Bando! Ich höre sie schon rufen. Bando! Weißt du was? Ich glaube, ich lasse es lieber bleiben. Ich glaube nicht, dass Ruben damit einverstanden wäre. Ja, das glaube ich auch, sonst rastet der wirklich noch aus. Du könntest Opern singen. Warum eigentlich nicht? Ich habe das Aussehen
Und ich habe das Talent. Die Frauen lägen mir zu Füßen. Und die Männer beneideten mich. Ein Glas nach dem nächsten würde ich zersingen. Klirr. Opergläser, Wassergläser. Ja, sogar die Kuppel des Firmaments würde ich einsingen. Bando, muss ich denn immer erst wütend werden? Banause. Du könntest einen Zirkus aufmachen. Ich weiß nicht so recht. Wenn ich mir deinen Fummel so ansehe, ich will mich ungern zum Gespött der Leute machen. Du müsstest ja nicht unbedingt Clown werden. Stimmt. Ich könnte auch in die Löwendressurnummer. Der Dompteur hätte es sicher nicht einfach mit mir. Nichts, Ruben! Oh. Mir gehen die Ideen aus. Halb so schlimm. Ich hatte die Hoffnung ohnehin schon aufgegeben. Ja, diesen Effekt habe ich manchmal auf die Leute. Okay. Und damit endet eigentlich auch schon die Folge. Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich, Bando! Ruhe da unten! Ja, okay. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ich denke mal, ich weiß gar nicht, ob wir das machen müssen, dass der Boss da oben ausrastet. Vielleicht kommt er dann irgendwann runter. Ist wahrscheinlich das Ziel. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen und dann ciao!